Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ja, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann hast du bestimmt ja schon mitbekommen, dass ich Vermögensverwalter bin und dass ich Verfechter der Drei-Speichen-Regel bin. Also heute soll es aber mal darum gehen, es gibt tatsächlich eine einzige Geldanlage, die immer zu 100% funktioniert. Und zwar mal losgelöst von diesen ganzen Dingen hier. Also sonst, ob es Edelmetalle sind, Aktien, Immobilien, wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist, wirst du wahrscheinlich im Besitz all dieser Dinge schon sein. Aber man ist ja immer auf der Suche nach dem, wie kann man sein Geld noch besser und sinnvoller anlegen. Also wenn du schon im Besitz all dieser Dinge bist und auf der Suche nach einer Geldanlage bist, die immer zu 100% funktioniert, dann schau dir das Video noch bis zum Ende an, denn ich werde dich mit einer Geldanlage konfrontieren, die auch bei mir selbst einen bahnbrechenden Erfolg innerhalb eines Jahres mit sich gebracht hat. Wenn das Thema Kapitalanlagen, Geldanlagen, also wie gesagt, dein Thema ist, du Selbstständiger bist oder Unternehmer oder selbstständig werden möchtest, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Es lohnt sich. Bis gleich, dein Marco Reus. So, hier bin ich wieder. Ja, um das Video nicht unnötig in die Länge zu treiben, ja, habe ich mir gedacht, ich fasse mich kurz. Die wichtigsten Zahlen, die wichtigsten Daten, die wichtigsten Fakten. Was ist diese Geldanlage, die immer funktioniert? Das ist ganz einfach. Also wenn du schon im Besitz von Aktien, von Edelmetallen, von was weiß ich, Rohstoffen, Immobilien, alles, was es so gibt, bist, Unternehmer bist, selbstständig bist oder mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen oder selbst auch irgendwo in der Arbeit feststeckst, das wichtigste Investment, das man überhaupt tätigen kann, ist das Investment in dich selbst. Und was das Ganze damit auf sich hat und weshalb ich dieses Video mache, das kommen wir jetzt eben dazu. Und zwar, er wird eine Rolle spielen in meinem Video, ja? Joachim Kirchner, einfach leichter neue Kunden gewinnen. Es hat was mit Marketing zu tun erstmal. Also das betrifft jetzt vor allem eben die Menschen, die ein Unternehmen haben, die selbstständig sind. Und wie man sich da im Endeffekt nach vorne bringt, wenn man sein Unternehmen nach vorne bringt, wird er gleich nochmal eine größere Rolle spielen. Aber zunächst möchte ich dir einfach erstmal zeigen, weshalb viele Unternehmer und Selbstständige, also auch speziell in meiner Branche, gibt es ja auch ganz viele, die ständig am Jammern sind, ja, und Neukunden und es müsste mehr werden und so weiter und so fort. Und ich muss dazu sagen, es geht eigentlich viel einfacher, wie man sich es vorstellt. Denn das ist ein ganz einfaches Naturgesetz und ein ganz einfacher Prozess, der dahinter steckt. Man muss einfach mal das Thema verstehen, wie funktioniert denn letztendlich Marketing. Marketing funktioniert immer wieder so, dass egal was wir zum Besten geben, als Unternehmer, als Selbstständige, dass 30% der Menschen, die das erhalten, sagen sowieso, nein, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe keine Bereitschaft. So, jetzt macht man einmal so ein Marketing und hat das Feedback nicht dazu, sondern jetzt kommt es, die meisten geben jetzt halt einfach auf. Oder sie gehen zu irgendwelchen Internetgurus, ja, buchen dort Tageskurse für 2, 3, 4, 10.000 Euro und kommen dann frustriert zurück, weil sie merken, okay, das geht zwar vielleicht, die machen Millionen Umsätze, aber das kann ich überhaupt nicht umsetzen, weil ich nur 24 Stunden Zeit am Tag habe. Ich kann nicht meine Firma führen und gleichzeitig noch mich um den ganzen Marketingprozess kümmern. Also das Kümmern um den Marketingprozess außerhalb, das muss man auslagern. Dafür gibt es Menschen wie den Joachim, ich komme gleich zu. Aber das Thema Marketing, das muss in mir drin sein und das muss ich spielen. Das heißt, du hast eine Story, du kennst dein Unternehmen, du hast einen Grund, warum du es gegründet hast, du hast einen Grund, warum du selbstständig geworden bist oder warum du dich vielleicht selbstständig machen willst. Und genau deswegen musst du unbedingt deine Geschichte erzählen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Also 30% sagen sowieso nein. 30% sind sich überhaupt nicht bewusst und denken, sie hätten kein Interesse. So, wie kriege ich denn die dazu, mein Marketing zu lesen, um die zu Interessenten zu machen? 30% sind sich bewusst über das, was du anbietest, okay, haben sich aber damit noch gar nicht beschäftigt, weil sie keine Zeit hatten. Ja? So, okay. 7% sind erstmal neutral. Das heißt, 67% von dem Marketing, das so gemacht wird, ist eigentlich völlig uninteressant, weil, wie gesagt, geht an den Menschen einfach vorbei. 3% sind es lediglich, die aktiv suchen. So, und jetzt kommt der wichtigste Prozess. Wir wissen heute, und das sind die neuen Medien, da kommt auch gleich meine Geschichte dazu, im Jahr 2009 haben wir damit angefangen, mit meinem Marketingprozess, muss ich sagen, dank dem Joachim habe ich dort
innerhalb von 1,5 Jahren meinen Umsatz tatsächlich um 100% steigern können durch wenige kleine Marketingmaßnahmen. Und zwar liegt es natürlich auch daran, dass wir heute, was das Marketing betrifft, im Schlaraffenland leben. Also heute gibt es das Internet und ich habe hier die Quelle mitgebracht, Statista 2019, also ist aus 2019 bis zum Jahr 2018 geht's. 84% der deutschen Menschen nutzen das Internet. Wofür nutzen sie das Internet? Zum ersten Mal, um sich zu informieren, zur Unterhaltung und als letztes zur Inspiration und Motivation. So, diese drei Punkte sind fundamental wichtig. So, und wenn du jetzt kannst dich ja selbst mal hinterfragen, du hörst irgendwas, dann informierst du dich im Internet. So, und wenn du jetzt da irgendwo mit auftauchst, mit einem Video, mit einer Message oder so, kannst du Punkt, 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 dann lesen die das. So, und dann, wie gesagt, kommen die immer wieder. Viele Menschen, viele Unternehmer, viele Selbstständige haben eine Website, die sagt überhaupt nichts aus. Die verkauft nichts. Da gehe ich hin und sehe eine wunderbare Website, aber ohne Interaktion. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es, wie gesagt, Profis, der Joachim gehört mitunter dazu. Und deswegen habe ich ihn auch heute mitgebracht. Ich muss vorwegschicken, dass ich davon überhaupt nichts habe. Ja. Ob du jetzt dich bei ihm meldest oder nicht, darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht im Endeffekt lediglich darum, dir einfach mal zu zeigen, bei all dem, was da momentan los ist, dass diese eine Investition in dich selbst immer wieder Erfolg von Erfolg gekrönt ist, wenn man mal aus einem Unternehmen, aus seiner Selbstständigkeit mal rausgeht, schaut sich das Unternehmen mal von außen an, wer will ich denn überhaupt sein, für wen, wo will ich denn hin, was sind meine Ziele. Viele ackern da jeden Tag einfach immer so durch und es funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr und man stagniert und das kann man halt durch dieses Thema wunderbar aufwerten. Wie gesagt, die Steigerung des Umsatzes von 100% war mit ganz einfachen Mitteln eigentlich möglich in meinem Segment. Und ich sage ja, wenn ich heute mich nochmal selbstständig machen würde, ich habe jetzt heuer 20-jähriges Jubiläum gehabt und hätte Kenntnis von dem, was ich hier weiß, das Einzigste, was ich ändern würde. Also ich habe ganz viel richtig gemacht in meinem Leben, das muss ich dazu sagen. Und weil ich jemand bin, der es einfach tut. Ja? Ich bin immer am Machen und am Tun. Aber ich würde eine Sache vorziehen, ich würde mit Marketing zuerst anfangen, weil das die Abkürzung zum Erfolg ist, weil das der Turbo ist, ja, egal wie du es bezeichnest, wenn es richtig gemacht ist. Ja. Und wenn du einen Mann hast aus der Praxis, für die Praxis, er hat für Mediamarkt gearbeitet, hat GPS-Auge nach vorne gebracht, hat zu viel bezahlt.de nach vorne gebracht, also er hat es eindrucksvoll bewiesen und es ist keiner dieser Gurus da draußen, die dir irgendwas versprechen in 5 Monaten, 1 Million, darum geht es hier nicht, ja? Weil das Problem ist immer die Leute, die es erzählen, da sind ja auch welche dabei, die tatsächlich Millionen Umsätze machen, nur auf dieser Wellenlänge bist du nicht, wenn du dich dort anmeldest und deswegen wird es oft schwierig und die Leute kommen frustriert von solchen Workshops zurück. Anders ist es bei ihm, ja? Weil er zeigt dir wirklich auf, wie es funktioniert, wie es funktionieren kann, speziell auf dein Business. Und er unterstützt dich auch dabei. Also da geht es nicht darum, da einen Workshop zu kaufen und da irgendwelche Floskeln an die Wand zu knallen, die jeder schon rauf und runter gebetet hat, sondern das ist ein Mann für die Praxis. Deswegen habe ich das Video heute mal gemacht. Also investiere doch einfach in dich selbst. Ja, nimm einfach mal ein paar tausend Euro in die Hand, wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist. Treff dich mit dem Joachim. Ob ihr euch dann sympathisch seid oder eben nicht, das ist natürlich auch immer noch die Frage, aber ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich und es bringt was. Also mir hat es wahnsinnig viel gebracht und bei all den Investitionen und bei all diesen Geldanlagen, die wir schon haben, ist die einzigste Geldanlage, die immer funktioniert, die in sich selbst, sich weiterzubilden. Ich habe in den letzten Jahren 20.000 Euro ausgegeben, nur für Weiterbildungen, Fortbildungen, Kurse, die ich belegen muss auch, weil ich ja Vermögensverwalter bin, um ständig auf dem neuesten Stand zu sein. Das hat der Gesetzgeber ja schon so vorgeschrieben, was mein Business betrifft. Und dann eben noch darüber hinaus solche Dinge, für die du normalerweise im täglichen Ablauf gar keine Zeit findest. Also wenn du weißt, dass deine Story und das, was du tust und wie du den Menschen da draußen helfen kannst, wenn es in dir brennt, und du nur nicht weiterkommst, ja, dann ruf jemanden an, der weiß, wie es geht, der dir die Abkürzung zeigt. Der Joachim ist einer, hier ist er nochmal. Wie gesagt, ich kann dir nur raten, kontaktiere ihn und schau, dass du dort dann mit ihm zusammen dein Business zum Abheben bringst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib ihm doch einen Daumen hoch. Bis bald, dein Marco Reus.